Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute mal zu einem Video, was ich schon mal gemacht habe. Habe ich glaube schon 2-3 Mal gemacht, aber ist schon lange her. Und zwar hebe ich einmal jede Souvenirkiste auf von dieser Map. Von der Illich Major 2018 in Boston. Weil es ist momentan das aktuelle Tournament ist. Und ich habe mir hier eine Kiste mehr gekauft. Von der Dust 2 Collection. Weil Dust 2 ist jetzt momentan nicht in der offiziellen Map-Pool dabei von der ESL. Aber ich habe mir trotzdem eine Kiste gekauft, weil ich mir dachte, ja, irgendwie gehört sie schon auch dazu. Passt jetzt zwar von einem anderen Major, von der ESL One Cologne 2015. Aber die werde ich gleich als erstes aufhebeln. Und was ich noch sagen wollte, ist, ich habe mir zu jeder Kiste, sagen wir mal, die so ein paar rausgesucht. Ich habe nicht irgendwelche gekauft, ich habe schon darauf geachtet, von welchen Teams, wer war Spieler der Runde, wer hat halt signiert. Und zum Beispiel bei der Cobblestone-Kiste, genau, da ist sie, ist es verdammt schwer, eine verflickte Cobblestone-Kiste von zu finden, wo ein Spieler von G2 gesigned hat. Ich habe bis jetzt nur eine gefunden, wo Kenny S signiert hat. Die gibt es auf dem Community-Markt um, glaube ich, 1.600 € zu kaufen. Nach der hätte ich eigentlich gesucht, aber für 1.600 kaufe ich mir die sicherlich nicht, weil es ist eine Frechheit, dass manche Leute einfach so dumm sind, also dumm, aber was glauben sie oder hoffen sie, dass sich das wirklich verkauft? Gut, ich fange jetzt einfach mal an mit der Dust 2. Das ist, gucken wir uns kurz an, Envers gegen Fnatic hat gespielt und Nathan Schmidt, also NBK, hat signiert. Damals hat er noch bei Envers gespielt, 2015 ist das ja. Und ja, also ich sag mal, ab hier unten wird's nice. Wobei eine AK Safari Mesh würde ich auch schon enjoyen. Das ist irgendwie so ein Scrap Skin, den würde ich auch nice finden. Aber ja, also ich reibe halt mal also durch und hoffe aufs Beste. Okay, es ist die 5-7. Ich glaube, so eine habe ich sogar auf dem Smurf. Nur halt mit anderen Stickern. Kann sein? Weiß ich jetzt nicht. Egal. Gut, die Kiste war es jetzt mal eher nicht so. Was ist denn für Condition Field Tested? Ich will eigentlich die Train zuerst aufhebeln. Wo ist die? Da. Weil da ist halt irgendwie... Ja, mein, glaube die Desert Eagle wäre krass. Und die Tech 9. War auch nicht in einer guten Flow und der Rest ist irgendwie Müll. Ich meine, gut, FN sind die meisten Skins viel wert, oder viele Skins. Aber... Yo. In dem Fall nicht. Ich meine, das ist ja auch nicht FN. So, nächste Kiste. Masterpiece, was haben wir, die Nuke will ich mir auch noch aufheben. Die Mirage vielleicht, Inferno? Ja, machen wir die Inferno. Dann die Mirage und... Keine Ahnung. Da ist halt auch nichts Interessantes drinnen. Eine Nova Walnut. Wobei, an sich schaut das Skin, finde ich, nicht so schlecht aus. Aber ist halt jetzt nichts Besonderes. Abgenutzt. So. Dann als nächstes machen wir die Mirage. Dann kommt Cage. Haben wir hier drinnen die Bulldozer, wäre schon krass. Die UMP Blaze wäre auch krass. Die Hot Rod würde ich auch enjoyen. Die Glock 18 in FN würde ich auch enjoyen. Während war es dann eigentlich die Ember Fade, weiß ich jetzt nicht, was das Ding wert ist, beziehungsweise ob mir das Skin überhaupt gefällt. Aber es ist sowieso die auch. Huhuhu. Wird da noch signiert? Fnatic Crims, okay. Gut. Die Glock 18 wäre ein FN sick. Die Galil wäre mega krass. Die MP9 wäre eigentlich auch nice. Die Farmers wäre auch mega nice. Also das sind schon einige gute Skins drinnen, sage ich mal. Kommt halt dann jetzt nur noch auf die Flow dann.
beziehungsweise auf die Condition. Und die sieht aber Battle Game aus, oder viel testet? Ja, ich glaube die ist FT. Wenn? Nee, World One sogar. Lol. Das dachte ich kurz. Die MW wäre schon nice, aber ich kann mir kurz mal auf dem Markt gucken, was das Ding wert ist. Aber ich sag nicht viel. Ein paar Cent vielleicht. Okay, doch eine neue. So, die letzten drei. Welche machen wir zuerst? Die Nuke. Da habe ich schon mal, beziehungsweise zweimal reingelagt, sage ich. Die Pizza 50 habe ich einmal in Battle Game gezogen. Das sind 10 Euro. Und die P90, die habe ich mal in FN gezogen. Das sind 200 Euro. Das war sowieso der überkrasse Shit. Aber jetzt M4, P250 oder Tech9. Eins von den drei Sachen. FN, das wäre jetzt der oberkrasse Shit. Komm geben, bitte lass mich jetzt gerade mal lacken. Davor habe ich sogar noch die Road to Gloves Unboxing Folge 9 aufgenommen, da habe ich auch so übelst Pech gehabt. Und hier wird es anscheinend nicht besser. Mal, was habe ich da für Sticker? SK gegen Gambit. Okay, gut. So. Die Deagle wäre sick, die Knight wäre sick, also die Glock wäre sick, die CZ wäre sick, die AWP, die USB und die M4. Die wären auch krass. Aber nur in FN. Da. Das wäre, bitte komm, gib mir mal was Schönes. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. So ein ranziger Skin. Jo, dann wären wir auch schon wieder bei der Cobblestone. Ich meine, ich glaube jetzt nicht mehr ans Glück. Aber man muss belieben. Man muss einfach dran glauben. Ich will nicht. Die Kiste kostet, wer als wer die Kabels nur noch nicht kennt, so 20, was habe ich jetzt zahlt? 23 Euro glaube ich. Souvenir Wrangler wäre halt so krass, aber die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu unendlich fast. Also meiner Meinung nach ist das 1 zu unendlich. Okay, gib ihm. Tom geben bitte jetzt irgendwas krasses. Wieso habe ich nur so viel Pech momentan? Das ist doch überhaupt nee. Ich meine, ich habe alleine schon vorhin eineinhalb Stunden lang gesucht für eine Cobblestone-Kiste, wo vielleicht irgendwo NBK oder KNS oder so signiert hat, beziehungsweise wo einer von den Spielern der Runde war oder irgendeiner von G2, irgendein Player, findet man nichts. Eine verfickte Kiste habe ich gefunden um 1600 Euro. Aber sowas kauft ja keiner. Nein, das ist... Gut. War halt richtig unlucky. Mit der MP9 hatte ich glaube ich das beste Item. Weil sonst ist nichts... Ja, sonst ist alles viel testet, bis auf die... Die AUG, die ist MW, aber die wird jetzt auch nichts wert sein. Weil das so ein ranziger Skin ist. 24 Cent, wow. Ja, war halt mal wieder eine richtig krasse Unboxing-Episode von mir. Das Luck am Bean. Seit 3 Monaten ziehe ich nur immer noch Scheiße. Ich sollte mir was anderes überlegen, glaube ich. So kann das nicht weitergehen. Aber egal. Vielleicht mache ich sowas nochmal mit den Souvenirkisten von der Elite Major 2018. Hatte ich nämlich Bock drauf, weil ich hatte da schon ein paar Mal Luck und sowas... Ich glaube, das war bisher jetzt, glaube ich, die schlechteste. Weil, dass ich wirklich nur ranziehe, das hatte ich in einem Souvenir-Unboxing-Video noch nie. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher, aber egal. Aber über einen Daumen nach oben würde ich mich trotzdem freuen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt dann in nächste Woche oder in 2 Wochen nochmal so eine Souvenir-Unboxing-Video machen soll. Wieder Bock drauf hättet. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.